Schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einführung. Ich beginne mit zwei Zitaten, einem kürzeren und einem längeren. Unsere Sorge gilt den Behinderten. Ulf Fink, ehemaliger Senator für Gesundheit und Soziales. Jetzt das längere Zitat. In Ihren mündlichen und schriftlichen Berichten, meine Herren, kehrt fortlaufend der Zweifel wieder, welche Bewandtnis es mit der Vernichtung unwerten Lebens hat. Sie berichten über unglaubliche, im Volke herumschwirrende Gerüchte und sie beklagten, dass sie sich außerstande sehen, aufklärend zu wirken, weil ihnen das Wissen der Dinge fehlt. Diese Klage ist begründet. Ich habe deshalb alsbald nach der Übernahme des Ministeramts Gelegenheit gesucht, mir selbst restlos Klarheit zu verschaffen. Und ich danke an dieser Stelle dem Chef der Reichskanzlei des Führers, Reichsleiter Parteigenosse Buhler, für die eingehende Unterrichtung. Noch mehr aber danke ich ihm dafür, dass er sich bereit gefunden hat, durch seinen ersten Sachkenner in dieser Versammlung die Aufschlüsse zu geben, die für die Amtsführung der Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte notwendig sind. Ende des Zitats. Diese Worte stammen aus der Eröffnungsrede des damaligen kommissarischen Reichsjustizministers Franz Schlegelberger auf einer Konferenz, die am 23. und 24. April 1941 auf seine Einladung hin in Berlin abgehalten worden ist. Ziel dieser Konferenz war es, die Teilnehmer auf die massenhafte Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens, also den Mord an Menschen mit Behinderungen, einzuschwören. Seit Beginn des sogenannten Euthanasie-Programms 1939 kam es immer wieder zu zahlreichen Nachfragen, Eingaben und auch Strafanzeigen. Diese Vorkommnisse sorgten in Kreisen der Justizbehörden und bei den Gerichten für große Unruhe. Insbesondere die Vormundschafts- und Nachlassgerichte sowie die Staatsanwaltschaften als Vollstreckungsbehörden für Unterbringungsmaßnahmen waren durch die häufige Zahl von Todesmeldungen stark verunsichert. Nach den einleitenden Worten wurden die Konferenzteilnehmer, dabei handelte es sich um die hohen und höchsten Repräsentanten der Justiz im NS-Staat, über Einzelheiten von den zuständigen Mitarbeitern des Tötungsprogramms informiert. Eine Diskussion oder offenen Widerspruch der Konferenzteilnehmer hat es nicht gegeben und der Versuch, Überlebende dieser Konferenz strafrechtlich zu verfolgen, ist im Nachkriegsdeutschland gescheitert. Ort der Konferenz am 23. und 24. April 1941 war das Haus des Fliegers im Preußischen Landtag. Etwas mehr als 58 Jahre später, am 29. April 1999, wurde an gleicher Stelle im nunmehrigen Plenarsaal des Abgeordnetenhauses von Berlin das Landesgleichberechtigungsgesetz als erstes Antidiskriminierungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Jeder, der in diesem Hause über Behindertenpolitik debattiert, sollte sich dieser Konferenz immer wieder bewusst sein. Bevor ich zu meiner Einleitung nach dem Skript komme, will ich sagen, es gibt hier in dieser Runde sicherlich viele, viele, die sehr viel berufener sind, über Behindertenpolitik und deren Geschichte zu sprechen, weil sie sehr viel länger und sehr viel aktiver dabei waren als ich. Meine behindertenpolitische Adoleszenz, ein Fremdwort, also mein Erweckungserlebnis passt auch nicht so ganz, begann erst 1987, 88. Ich war noch ziemlich grün hinter den Ohren, Abiturient, gerade frisch integriert an einem allgemeinen Gymnasium, das war damals noch illegal. Und habe mich jetzt erst seit längerer Zeit ein bisschen rückblickend, vielleicht ist das schon das einsetzende Alter, mit der Vergangenheit beschäftigt. Aber nicht um derer selbst willen, sondern, wie man so schön sagt, um zu gucken, was für Lehren wir für die Zukunft
auch daraus ziehen kann. Jetzt komme ich wieder zu meiner offiziellen Einleitung. Betrachtet man die Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus in der Zeit von 1933 bis 1945 gleichermaßen als Ausgangs- wie auch als Tiefpunkt der behindertenpolitischen Entwicklung, so lasse sich die jeweiligen Etappen vielleicht grob mit Vernichtung, Verwahrung, Emanzipation und Teilhabe umschreiben. Und die letzte Etappe ist, Herr Spieß hat es gerade schon angedeutet, natürlich noch lange nicht erreicht. Nach wie vor streiten Menschen mit Behinderungen, also wir, unterstützt natürlich auch durch nichtbehinderte Aktive, sowohl in Berlin als auch in der restlichen Bundesrepublik um die vollumfassende gesellschaftliche Teilhabe ohne Einschränkung. Und ob dieses Ziel jemals erreicht wird, ist fraglich. Zwar bietet eben die seit dem Jahre 2009 auch in Deutschland vollumfänglich in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention und ihre sehr umfassende Teilhabeprogrammatik, also ihr Anspruch, diese Teilhabe zu verwirklichen, eine große Chance und ein wirksames Instrumentarium. Doch angesichts der Verzögerungstaktik der Großen Koalition, beispielsweise bei der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes oder der vom Berliner Senat geplanten Verschlechterung der Berliner Bauordnung in Bezug auf Barrierefreiheit, muss man daran eben ernste Zweifel haben. Schon die Denkschrift der damaligen Bundesregierung anlässlich der Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention ließ da sehr Schlimmes erahnen. Aus ihr ließ sich Selbstzufriedenheit und Arroganz herauslesen. Hier in Deutschland ist behindertenpolitisch alles auf bestem Wege. Ich sage immer, es klang so ein bisschen an, die UN-Behindertenrechtskonvention ist was für den Ostblock und die Dritte Welt. Auch der erste Aktionsplan, der auf Bundesebene stand, in diesem Kontext und auf die Spitze getrieben wurde, meiner Meinung nach die Interpretation der UN-Behindertenrechtskonvention durch eine Äußerung der schulpolitischen Sprecherin der CDU-Fraktion hier im Abgeordnetenhaus anlässlich einer Debatte um die schulische Inklusion am 16. Oktober 2014. Die CDU-Abgeordnete Hildegard Bentele, nicht zu verwechseln mit der Bundesbehindertenbeauftragten Verena Bentele, ließ sich dort mit der Aussage vernehmen, Inklusion sei nur auf freiwilliger Basis möglich. Und das muss man so deutlich sagen, diese Aussage stellt das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Teilnahme in Frage, denn es macht es abhängig von einer imaginären Mehrheitsmeinung. Und dagegen haben wir uns immer gewandt. Es kann ja nicht von dem Willen einer imaginären Mehrheit von vielleicht Nicht-Betroffenen abhängen, ob Inklusion stattfindet oder nicht. Das muss man einfach sehr deutlich sagen. So nicht, ist man deshalb auch versucht zu sagen, denn in der Tat haben Menschen mit Behinderungen bis zum Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention viel erreicht. Wir haben es erreicht. Dieser Prozess soll hier mit Schwerpunkt auf Berlin ein bisschen nachgezeichnet werden. In den 50er, 60er und 70er Jahren war sicherlich eher die Etappe der Verwahrung im Schwerpunkt. Die Zeit war geprägt durch eine verstärkte Fokussierung auf den Schwerpunkt der Rehabilitation, also der Eingliederung und zunächst, sicherlich auch verständlich, aufgrund vieler Kriegsheimkehrer, lag der Schwerpunkt auf den Kriegsversehrten. Die waren sicherlich auch die ersten, die mit Reichsbund und VDK große Lobbyorganisationen, wie man heute so schon sagt, an der politischen Teilhabe teilnahmen. Es gab in den 70er und 80er Jahren einen großen Schwerpunkt in den Ausbau von Sondereinrichtungen, von Rehabilitationseinrichtungen, wenn man sich Aktionspläne aus den Zeiten anguckt. Es gab von der sozialen liberalen Bundesregierung einen Aktionsplan Rehabilitation, der 1980 zunächst verlängert wurde, bis es dann bekanntlich 82 zur Wende kam. Sicherlich hat der Kontergat-Skandal nochmal ein neues Blick auf die Lebenssituation, insbesondere von behinderten Kindern, geworfen. Und hier haben sich dann auch die Elternverbände sehr stark angefangen, politisch zu engagieren. Zu erwähnen ist hier sicherlich auch noch die Lebenshilfe beispielsweise.
Aber der Schwerpunkt lag doch eher auf Segregation, also auf Aussonderung, weil man damals die Ansicht vertreten hat, man fördert Behinderte besser dann, Kinder, auch Erwachsene, besser dann, wenn man sie in besonderen Einrichtungen bildet und oder ihnen Arbeit gibt. Die 80er Jahre. Hier kommt man sicherlich nicht vorbei am UNO-Jahr der Behinderten. Darauf will ich jetzt auch ein bisschen länger eingehen, weil das ist sicherlich ein erstes großes, schwerpunktmäßiges politisches Ereignis, was unter dem Stichwort Emanzipation zu nennen ist. Das UNO-Jahr ist schon 1976 beschlossen worden. Nicht nur ein Jahr, sondern eine ganze Dekade, also ein Abschnitt von 10 Jahren. Der dauern sollte von 1981 bis 1991. Und eben im Jahr 1981 wurde weltweit, nicht nur in der Bundesrepublik, auch in der DDR, da hieß es das Jahr der Geschädigten, sollte dort begangen werden. Und es gab natürlich eine ganze Reihe von offiziellen Festveranstaltungen. Es gab zum Beispiel eine Gala des ZDFs. Da wurden viele Behinderte aus Einrichtungen eingeladen und die durften sich dann von Toni Marshall anhören: Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa, wir wollen glücklich sein und uns des Lebens freuen. Nun gab es aber eine ganze Menge von Behinderten, die eigentlich überhaupt gar keine Lust hatten, Tralala zu singen und Hopsasa zu tanzen. Und sie wollten auch nicht sich des Lebens freuen, sie hatten nämlich wenig Anlass dazu. Und die Vorläufer gab es bereits im Jahr 1980. So hat am 25. Februar 1980 das Landgericht Frankfurt am Main einer Urlauberin eine Teilminderung ihrer Reisekosten um die Hälfte zugestanden und führte in der Begründung sinngemäß aus, die sichtbare Anwesenheit Behinderter, damals wohl am Pool, schmälere den Erholungswert. 12 Jahre später wird das Amtsgericht Flensburg ganz ähnlich urteilen. Da musste sich eine Familie in der Türkei den Speisesaal mit einer Gruppe von spastisch behinderten Menschen teilen. Sie bekam allerdings nur 10% Reiseminderung, also da hat sich schon was getan in der Rechtsprechung. Und, aber auch dort fand man im Urteil zu lesen, eine solche Akzeptanz, nämlich Behinderte am Urlaubsort zu ertragen, könne nur von ethisch hochstehenden Menschen erwartet werden, nicht aber vom Durchschnittsbürger. Zurück zum Jahr 1981. In Bremen sollte just zu diesem Zeitpunkt der Fahrdienst gekürzt werden, eine Erfahrung, die in Berlin 1987 sozusagen auch gemacht werden sollte. Und dort haben sich dann behinderte Menschen in der Bremer Bürgerschaft angekettet und einen 3-tägigen Hungerstreik durchgeführt. Der damalige zuständige Sozialsenator war der spätere Bürgermeister Henning Scherf. Und der Protest war auch erfolgreich. Teilnehmer unter anderem Horst Frehe, der ist heute Staatsrat in Bremen. Ob er es jetzt immer noch ist, weiß ich nicht. Es wurde ja gewählt, aber jedenfalls bis vor einiger Zeit war es noch. Und das waren so zwei sehr wesentliche Protestpunkte, die den Menschen dann natürlich im Jahre 1981 bei den offiziellen Veranstaltungen sauer aufstieß. Es gab eine offizielle Eröffnungsveranstaltung des UNO-Jahres in der Bundesrepublik in der Dortmunder Westfalenhalle. 22 Fahrzeuge sind extra für diese Zeit, für diese 2 Tage, es sollte 2 Tage dauern, organisiert worden. Bis dahin gab es und auch später keinen Fahrdienst und auch sonst keinen barrierefreien Nah- und Fernverkehr. Trotzdem sind viele Protestler angereist. Sie zogen unter Absingen des Liedes "Danke für diesen schönen Morgen", vielleicht kennt das das eine oder andere, es ist ein sehr bekanntes Kirchenlied, da kommt unter anderem die Zeile vor "Danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück", zogen sie also unter Absingen dieses Protestliedes in die Halle ein, besetzten das Podium, ketteten ihre Rollstühle an und riefen das Jahr der Behinderten zum Jahr der Behinderer aus. Teilnehmer waren unter anderem eben auch Horst Frehe, Gusti Steiner, ein mittlerweile auch verstorbener Aktivist aus Dortmund, natürlich Franz Christoph, zu dem kommen wir gleich noch. Sie zeigten im Grunde genommen, dass sie keine Lust hatten,
sich abfeiern zu lassen. Horst Frehe sprach von einer kostspieligen Integrationsoperette. Und Gusti Steiner sagte, keine dieser Reden, die hier gehalten werden sollen, sei es wert, angehört zu werden, weil keine dieser Reden unsere Situation verbessert. Und da hat er wahrscheinlich einfach mal recht gehabt. Ja, wer sollte nun diese Rede halten? Unter anderem der höchste Repräsentant des Staates, das war damals Bundespräsident Karl Carsten, seit 2 Jahren im Amt, umstritten auch wegen seiner NS-Vergangenheit. Und er musste dann in eine Nebenhalle ausweichen und hat dann dort sichtlich betroffen von den Protesten, aber nicht so, dass es zu einem Bewusstseinswandel geführt hat, gesagt, abweicht von seinem offiziellen Redemanuskript, dass also keine dieser Reden, dass die paar, die hier stören, die lösen das Problem der Behinderten bestimmt nicht, wir müssen es lösen. Also mit wir war gemeint die Nichtbehinderten, und er appellierte dann an alle, die sich in der Sache engagieren, das auch weiter zu tun. Wie gesagt, die paar, einer von denen war später Staatsrat, ein anderer ein bekannter Psychologe, wieder ein anderer später Richter in Kassel. Das waren die paar, die die Situation der Behinderten nicht lösen. Naja, auf jeden Fall, es folgte dann im Juli anlässlich der Reha, der berühmte Krückenschlag von Franz Christoph. Carsten war wieder anwesend, wieder sollten Reden über Behinderte, aber nicht von Behinderten gehalten werden. Und Franz Christoph wollte also wissen, ein sehr bekannter Krüppelaktivist, man kann ihn so nennen, weil er sich selber so bezeichnet hat, wollte verdeutlichen, dass Widerstand von Behinderten selbst dann nicht ernst genommen wird, wenn er sich sozusagen in Gewalt äußert. Und er hat also Herrn Carstens dann relativ zart mit 2 Krückenschlägen gegen Schienbein versucht, darauf aufmerksam zu machen. Und er konnte sich also noch mehrere Stunden nach diesem Schlag konnte er sich in der Halle frei bewegen und konnte den Journalisten seine Sicht der Dinge in die Blöcke diktieren. Viele Jahre vorher hat Beate Glasfeld den damaligen Bundeskanzler Herrn Kiesinger geohrfeigt. Die wurde in einem Schnellverfahren noch binnen einer Woche abgeurteilt. Was schließen wir daraus? Franz Christoph hatte recht. Und gegen Ende des Jahres 1981 fand dann das Krüppeltribunal statt. Das war konzipiert nach den Roswell-Tribunalen der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Dort sollten also fiktiv die Betreiber von Sondereinrichtungen und Werkstätten angeklagt werden. Es gab 15 Anklagepunkte, die dort verhandelt wurden. Da waren die Betroffenen leider unter sich. Es gab im Vorfeld auch Kontroversen innerhalb der Behinderten- oder Krüppelbewegung, wie sie sich damals nannte, ob man sie gänzlich ohne Nichtbehinderte durchführte oder ob man an nichtbehinderte Sympathisanten teilnehmen ließ. Also so grundsätzlich wurde damals diskutiert. Und jetzt mache ich einen Sprung. Es ließe sich hier noch vieles sagen. Die Bioethik-Debatte begann. Singer fing in Mitte der 80er Jahre an, mit seiner praktischen Ethik das Lebensrecht behinderter Menschen in Frage zu stellen, wurde von der Lebenshilfe ausgerechnet eingeladen und dann aufgrund massiver Proteste wieder ausgeladen, beziehungsweise konnte er nicht reden. Und wir jetzt eben springen in das Jahr 1987. Das Jahr war besonders, weil in beiden Hälften der Stadt das 750-jährige Stadtjubiläum gefeiert wurde, mit sehr vielen Veranstaltungen, offiziellen, aber auch inoffiziellen, also Volksfesten. Es gab ein Popkonzert am Brandenburger Tor. Auf der Ostseite hatten Jugendliche versucht, dem beizuwohnen, wurden einmal von der Volkspolizei zurückgedrängt. Es gab ein großes Feuerwerk, es gab vieles andere. Und es gab gleich zu Beginn des Jahres eine Mitteilung an alle Nutzer des Sonderfahrdienstes Telebus. Den gab es seit 1979, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass ihr Fahrtenkontingent jetzt ab diesem Jahr erst einfach mal um die Hälfte gekürzt wurde. Mit freundlichen Grüßen, nee, das stand glaube ich nicht mal drin. Und mir ist es also bis heute ein Rätsel, mir ist es wirklich heute ein Rätsel, wie man sowas politisch und vielleicht auch kommunikativ machen kann in einem Jahr, wo die ganze Stadt auf den Beinen ist und feiern soll, wie man da Menschen mit Behinderung ihren bis dato ja doch ganz gut funktionierenden Fahrdienst einfach mal um die Hälfte wegkürzen kann.
und so naiv sein kann, davon auszugehen, dass diese Gruppe sich das auch einfach gefallen lässt. Das tat sie Gott sei Dank nicht, sondern sie begann sich zu organisieren und begann sich dieser öffentlichen Veranstaltung zunutze zu machen, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Es gab schon im Januar bei bitterer Kälte, wie gesagt, da war ich noch nicht dabei, das können andere hier sehr viel besser beschreiben, gab es Demonstrationen, und zwar Demonstrationen, die wirklich sichtbar waren, weil Straßenkreuzungen blockiert worden sind. Also auch hier machten sich die betroffenen Protestformen zu allen, die man bis dahin eigentlich nur aus der autonomen Szene kannte. Man darf nicht vergessen, schon 81, aber auch 87 gab es die Hausbesetzerbewegung mit großen Auseinandersetzungen. Und da ist die Polizei zum Teil ja auch sehr massiv, es sind auch Leute zu Tode gekommen, sehr massiv gegen die Demonstranten vorgegangen. Hier stand man jetzt vor der Frage, kann man einen Elektrorollstuhl von der Straße tragen? Was man eigentlich hätte machen müssen, weil das war ja illegal. Und das kam natürlich insbesondere im Unujahr nicht so gut an. Man wusste auch gar nicht wie. Also viele Polizisten waren auch hilflos. Die Bevölkerung reagierte wohl, ob jetzt überwiegend positiv, weiß ich nicht, aber auch positiv. Auf jeden Fall aber führte das eben zu einer starken politischen Mobilisierung. Warum? Vielleicht auch noch mal ein Wort zur Bedeutung des Telebusses. Der Telebus, also ein Fahrdienst, der von Haus zu Haus fuhr, den man vorher bestellen konnte, ermöglichte es ja vielen Menschen mit Behinderung wirklich erstmals am gesellschaftlichen Themen teilzunehmen. Sie kamen aus ihren Wohnungen, die zum Teil auch nicht barrierefrei waren. Es gab also Treppenhilfe, die Fahrer halfen einem runter. Sie konnten raus und das ging vorher nicht, weil der öffentliche Personennahverkehr war eben nicht barrierefrei. Kein Bus, keine U-Bahn, keine S-Bahn. Das führte du allerdings auch dazu, als die Leute draußen waren, dass sie merken, es gibt ja noch sehr viel mehr Barrieren, weil ich bin ja zwar draußen, aber ich komme nirgendwo rein, jedenfalls da, wo es um öffentliche Versammlungsstätten geht, Kinos, Theater. Und der Telebus war nach meiner Ansicht sozusagen eine Initialzündung wirklich für die politische Emanzipation, zumindest hier insbesondere der Menschen in Berlin, eine. Und deshalb ist in der Hinsicht seine Bedeutung nicht gering zu schauen. Und man möchte vielleicht fast vor Glück sagen, auch wenn das zynisch klingt, dass es zu dieser Kürzung kam, weil sonst wäre es vielleicht auch zu dieser politischen Initialzündung, die dann 1987 wirklich sich ausbreitete, gar nicht gekommen. Vielleicht eine Aktion, die noch zu erwähnen ist, am 30. April fand im ICC zur 750-Jahr-Feier eine große Veranstaltung statt. Anwesend war der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, der regierende Bürgermeister hieß zu dieser Zeit Eberhard Diepgen. Und die Betroffenen bildeten einen Spalier und wollten rein. Sie durften aber nicht rein, weil das war ein zweites großes Problem, das kennen wir bis heute, nämlich dass in öffentlichen Versammlungsstätten nur bis zu einer bestimmten Anzahl Menschen, insbesondere im Rollstuhl, rein dürfen, weil das ansonsten aus feuerpolizeilichen Gründen nicht ging. Eberhard Diepgen, ganz der große Landesvater, sagte dann irgendwann, so, die dürfen jetzt alle rein, und handelte sich ein Bußgeld vom Bezirksamt Charlottenburg ein, weil er ja gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen hat. Ob er das gezahlt hat, ich glaube, das hat er wohl nicht. Und noch ein letztes Ereignis genau aus dieser Zeit ist zu erwähnen, und das hat die Proteste vielleicht auch nochmal einen neuen Schub gegeben, weil es gab jetzt nicht nur eine außerparlamentarische behindertenpolitische Opposition, es gab auch eine innerparlamentarische, denn auch am 29. April, in dem Falle aber 1987, also 12 Jahre vor Verabschiedung des Landesgleichberechtigungsgesetzes, zog mit der alternativen Liste ein Abgeordneter namens Michael Eggert in das Abgeordnetenhaus ein, und das war der erste Rollstuhlfahrer, auch Mitbegründer des Spontanzusammenschlusses. Und somit konnte man sozusagen an beiden Fronten, so will ich es mal nennen, politisch agieren, innerhalb des Parlamentes und außerhalb des Parlamentes. Und das hat dann am Ende auch dazu geführt, das war auch ein großer Erfolg, dass diese Kürzungen dann zurückgenommen worden sind.
Und außerdem hat es aber auch dazu geführt, dass die Betroffenen sich eben auch einem weiteren Thema dann gewidmet haben, insbesondere auch im Jahr 88, nämlich eben der barrierefreien Erschließung des öffentlichen Raums. Es wurden zum Beispiel an bestimmten Gebäuden, die nicht zugänglich waren, Kinos, Gedächtniskirche, wurden in Eigenregie Rampen gebaut. Nach dem Motto Worte statt Taten, Taten statt Worte. Eine Rampe wurde wieder abgerissen. Da hat sich nun jeder an den Kopf gefasst, selbst der zuständige Baustadtrat, der aber wohl im Urlaub war und davon nichts wusste. Auf jeden Fall kann man sagen, dass seit dieser Zeit auch der Spontanzusammenschluss, das ist meine feste Auffassung, die eine der bedeutendsten behindertenpolitischen Kräfte, zumindest im damaligen Westteil, später auch in Gesamtberlin war. Es kam dann nach der Wende eine zweite hinzu, da komme ich noch zu. Auf jeden Fall ist auch das ein sehr entscheidendes Ereignis und ich habe jetzt sicherlich vieles vergessen. Vielleicht kommen wir darauf in der Diskussion noch zurück, weil es gab wirklich ganz, ganz viele Aktionen in dieser Zeit. In den 90er Jahren gab es die Wiedervereinigung und dadurch auch die Formierung der ostdeutschen Behindertenbewegung, etwa durch Gründung des ABIZ, des Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutschland und auch des Berliner Behindertenverbandes. Die waren, glaube ich, dann auch als zweite wesentliche behindertenpolitische Kraft bezeichnen darf. Wurde ja auch kürzlich Jubiläum gefeiert. Es gab die Entstehung der Leitlinien für eine behindertengerechte Stadt, auf die sicherlich auch Dr. Schneider eingehen wird. Das Thema persönliche Assistenz rückte mit Einführung der Pflegeversicherung im Jahre 94 in den Mittelpunkt. Denn nun sollte ein neues Abrechnungssystem im ambulanten Pflegebereich eingeführt werden, nach sogenannten Modulen, also es sollte kleinteilig nach Verrichtungen abgerechnet werden. Das führte natürlich bei all jenen, die auf umfassende Assistenz angewiesen waren und bis zu diesem Zeitpunkt wurde nach Stunden abgerechnet und nicht nach jeder einzelnen Verrichtung. Das stellte dieses Konzept natürlich vor erhebliche Probleme. Das war eins von vielen Problemen der Einführung der Pflegeversicherung, die auch lange bekämpft wurde. Das führte dann zu einem anderen neuen Mobilitätsschub in den Mitte der 90er Jahre, nämlich eben von jenen Menschen, die auf Assistenz angewiesen waren, die beispielsweise bei den ambulanten Diensten, einem schon seit 1981 von Betroffenen selbst initiierten ambulanten Pflegedienst, der es eben Menschen mit hohem Assistenzbedarf ermöglichte, in der eigenen Wohnung mit selbst organisierten Pflegeassistenzkräften außerhalb von Heimen zu leben. Dieses Konzept wurde in Frage gestellt und es gelang aber dann den Betroffenen, zunächst auch durch eine Besetzung des Paritätischen, da hat man dann also erstmal die Funktionäre auf seine Seite ziehen müssen, und dann mit Verhandlungen mit der Senatsverwaltung für Soziales, der Herr Gerke, Gerke ist hier zu nennen, Gerke, Gerke, ne, war der Name, ja, ist hier zu nennen, gelang es dann ein sozusagen spezielles Modul für diese Menschen auszuverhandeln, das sogenannte LK 32, Leistungskomplex 32. Es gab eine weitere, auf Bundesebene eine gewaltige gesetzliche Regelung, die Menschen, die auf Assistenz angewiesen waren, zu Recht beunruhigte. Das war der damalige Paragraph 3a BSAG, heute Paragraph 13, in dem also erstmals festgeschrieben wurde, unter welchen Voraussetzungen denn die Kosten für eine Assistenz außerhalb einer Einrichtung unverhältnismäßig hoch seien. Und das hat eben auch dazu geführt, dass spätestens jetzt Menschen, die eben ausziehen wollten aus einem Heim, dann sozusagen unter diesen Kostenvorbehalt gerieten, wenn sie denn die Kosten für beispielsweise die Unterstützung durch ambulante Dienste oder andere ambulante Assistenzdienste in Anspruch nehmen wollten. Es gab eine Frau, den Namen darf man nennen, Annemarie Stickel, die wollte aus dem Fürst-Donners-Waaghaus ausziehen. Das war nur eine Zeit, in der ich auch involviert war. Und die suchte sich dann den Bezirk Spandau aus. Und der Bezirk Spandau hatte dann eben unter Berufung auf diesen Paragraphen 3a gesagt,
Du kannst Erde ausziehen, aber nicht zu uns. Uns bist du zu teuer. Wir, da kann ich jetzt wirklich mal von wir sprechen, haben dann 3 Tage lang vor Pfingsten 1998 das Rathaus Spandau besetzt. Ich sage aber heute, das ist unentschieden ausgegangen. Es war gut, weil wir dadurch ein hohes, weil wir dadurch nochmal sehr deutlich und sehr nachhaltig auf das Problem aufmerksam machen konnten. Und es hat viele Unterstützung gegeben. Die wertvollste Unterstützung während der Besetzung kam durch den Hausmeister. Also wann immer Sie ein Gebäude besetzen wollen und dort länger bleiben wollen, versuchen Sie sich mit dem Hausmeister gut zu stellen, weil der ist für die Strom- und Wasserversorgung zuständig. Und wenn Ihnen das abgestellt wird, haben Sie als Besetzer ein Problem. Wir hatten das Gott sei Dank nicht. Ich bin Rechtsanwalt, ich rufe jetzt hier nicht zur Besetzung auf. Ich gebe ja nur einen Hinweis, falls Sie das mal machen. Stellen Sie sich also gut mit dem Hausmeister, das ist uns gelungen. Und insofern hatten wir also immer Strom und Wasser. Und Herr Birkholz, wir haben direkt vor seinem Büro kampiert, also ihm regelrecht belagert, hat dann auch die Nächte in seinem Büro verbracht. Wie ging es aus? Unentschieden. Warum? Weil Frau Stickel dann einfach in einen anderen Bezirk gezogen ist und da gab es eine grüne Stadträtin und die hat Frau Stickel dann aufgenommen. Das Jahr 1999 nun endlich führte dann zum Landesgleichberechtigungsgesetz. Es gab ja bereits viele Jahre vorher die Forderung, dass man die Rechte, unsere Rechte auch in Gesetzen sozusagen verankert, und zwar in verbindlichen Gesetzen, also aus denen man wirklich auch Rechte einklagen kann. Das ist ja das große Problem. Es gab ausgehend von der amerikanischen Antidiskriminierungsbewegung, das ADA, schon in den 80er Jahren. Viele Menschen mit Behinderung waren in Amerika, haben gesehen, wie es dort zuging, haben ihre Eindrücke und auch Protestformen mitgebracht. Es begann zunächst die Diskussion um eine Ergänzung des Grundgesetzes. Wir erinnern uns, es gibt den Artikel 3, Absatz 1 regelt die allgemeine Gleichheit aller vor dem Gesetz. Absatz 2 regelt dann unter anderem einmal die Gleichstellung von Frauen, aber auch es werden dann eben auch im Artikel 3 bestimmte, im Artikel 3 Satz 1 bestimmte Gruppierungen genannt, die eben nicht diskriminiert werden dürfen. Das waren all jene Gruppierungen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, und da fiel einem ja bei einfacher Lektüre auf, da fehlt ja eine Gruppe. Wir erinnern uns an die Konferenz von 1941. Und deshalb haben viele Menschen gesagt, das kann nicht sein, dass Behinderte hier fehlen. Wir fordern also eine Ergänzung des Grundgesetzes. Da soll aber bewusst eben nicht drin, nicht nur drinstehen Diskriminierung. Man wollte verhindern, dass Nachteilsausgleiche plötzlich in Frage gestellt werden. Deshalb ging es nicht um eine allgemeine Gleichstellung, sondern eben wirklich um ein Verbot der Benachteiligung. Das ist dann irgendwann gelungen. Da gab es auch abstruse Debatten, die kennt man auch, wenn über Kinderrechte oder Tierrechte diskutiert wird. Also wenn wir jetzt die Behinderten aufnehmen, kommen als nächstes die Brillenträger oder die Glatzenträger. Das waren Beiträge von gewählten Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Aber es ist dann irgendwann gelungen. Und das hat sich natürlich auch in den Ländern herausgestellt, weil man sehr schnell festgestellt hat, die Bereiche, die Behinderte wirklich betreffen, Bauen, Schule, das ist Ländersache. Also braucht es auch konkrete Gesetze in den Ländern. Und in Berlin gab es dann 1999 nach vielen Protesten dann schließlich auch Verhandlungen mit den behindertenpolitischen Sprechern, und das lief meistens so, also es lief zuerst so, dass es Entwürfe aus den betroffenen Verbänden gab, die mussten sich auch erst zusammenraufen und auf einen gemeinsamen Entwurf verständigen, weil der sollte breit getragen sein. Das gelang dann auch. Dann haben wir verhandelt hier in diesem Gebäude mit den behindertenpolitischen Sprechern der Parteien. Das waren damals Herr Zippel und Frau Herrmann von der CDU, Frau Friedel von der SPD, parallel auch mit Herrn Volk, ein sehr engagierter Abgeordneter der Grünen. Die Republikaner waren zu der Zeit auch im Abgeordneten, nee, da waren sie nicht mehr da, das war 87, Entschuldigung.
Und das lief dann halt meistens so, dass die unsere Forderungen entgegengenommen haben, auch sehr viel Sympathie dafür gezeigt haben bei der nächsten Verhandlungsrunde, aber sagten, wir haben mit unseren Haushältern und unseren Juristen gesprochen, die haben gesagt, das geht alles nicht. Dann konnten wir wieder von vorne anfangen und ihnen erklären, warum das doch geht. Es gab dann am 3. Dezember 1998 hier im Haus eine Anhörung. Die stand unter keinem guten Stern, wieder das Problem der Begrenzung von Rollstuhlfahrern. Man muss es sich vorstellen, im UNO-Jahr der Behinderten, eine Anhörung zum Landesgleichberechtigungsgesetz und es wurde schon im Foyer massiver Saalschutz, so nenne ich es jetzt mal, Wachschutz aufgefahren, der also die Leute teils unter Gewaltanwendung, einer ist wohl auch verhaftet worden kurzzeitig, daran gehindert hat, an der Anhörung teilzunehmen, weil es eben nur eine begrenzte Zahl gab. Die Anzuhörenden übrigens nicht mitgerechnet. Ich habe zu der Zeit gerade eine Staatsexamensklausur geschrieben, kam erst später. Es hat dann im März, im Sozialausschuss, im März 99, Anfang März, 4. März, einen Entwurf gegeben, auf den sich die Sozialpolitiker verständigt haben, der zumindest den von uns formulierten vier Standpunkten, Essentials, so nennt man das, also vier Schwerpunkte, die es auf jeden Fall geben muss, entsprach. Zwei davon will ich hier kurz nennen. Das war einmal ein verbindliches Verbandsklagerecht und ein verbindliches individuelles einklagbares Benachteiligungsverbot. Das ist dann Ende des Monats März 99 im Hauptausschuss vermutlich aufgrund massiver Interventionen der Wirtschaftsverbände, weil man eine Klagewelle fürchtete und so weiter, ist dann abgeschwächt worden und ist dann während unserer Anwesenheit im Hauptausschuss, ich weiß noch, wie Dr. Schmidt von der LAGH den Beschluss mit einem kräftigen Pfui quittierte, ist dann beschlossen worden. Und so kam es am 29. April dazu, dass ein Gesetz verabschiedet wurde, das erste aber zu dem Zeitpunkt gegen den Willen der Betroffenen. So stand es auch in überregionalen Zeitungen. Im Oktober haben wir dann die IHK besetzt. Wir sind also zu denen gegangen, die, von denen wir glaubten, die uns das eingebrockt haben. Und es hat dann wohl später auch Veränderungen gegeben. Ich will meine Ausführungen an der Stelle schließen, wenn gleich noch vieles erwähnt werden müsste. Die Fortentwicklung der Leitlinien, die zweite und dritte große Telebus-Krise 94-95 bzw. 2004-2005. Die ganze Diskussion um die schulische Inklusion, der Streit um die Bauordnung, das Bedarfsniedeling, die bedarfsgebundene Bezahlung persönlicher Assistenten. Ich denke, auf vieles werden wir vielleicht in der Diskussion oder auch in späteren Vorträgen eingehen. Und ich möchte einfach an uns alle nochmal appellieren und auch schließen, die 5 Minuten schaffe ich locker, schließen mit einem Zitat. Das stammt aus einer Rede von Helmut Schmidt, nämlich vom 1. Oktober 1982. Das war jene Debatte, in dem das konstruktive Misstrauensvotum von der CDU erfolgreich war und Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt wurde. Und Schmidt sagte, und das möchte ich für uns in Anspruch nehmen, man darf und man muss mit unserer Stetigkeit rechnen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Theben, für diesen sehr interessanten Vortrag. Und jetzt, wie gesagt, haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich bitte um Wortmeldung. Also, ja. Das war, oder? Ja. Mein Name ist Johanna Fabian und ich beobachte, dass immer mehr ältere Bürger auch mit dem Rollator, irgendwann sitzen da einige im Rollstuhl, dann die Rollstuhlfahrer werden auch immer mehr und die BVG mit Bussen und Straßenbahn für Rollstuhlfahrer kaum Plätze sind. Neulich wurde mir gesagt, ja, dann müssen Sie mit der nächsten fahren. Ich sage, Moment mal, ich habe Termine, ich fahre nicht spazieren, wie jeder andere auch.
Ja, ich sage, muss ein bisschen mehr Platz gemacht werden. Die Leute, die da in der Mitte sitzen, wo eigentlich Rollstuhlfahrer und Kinderwagen stattfinden, die saßen da in der Mitte. Ich sage, dann können die doch woanders sich hinsetzen. Ja? Also hier müsste auch die BVG wirklich, und dann vor allen Dingen, wenn die Zahl immer mehr wird, dann müssen eben viel öfters die Busse fahren, nicht bloß in 20-Minuten-Takt oder die Straßenbahn. Viele Straßenbahnen sind noch alte Dinger, da kann gar kein Rollstuhlfahrer mitfahren. Das sind nur die Flachbauten. Ja? Also hier muss auch was geschehen, auch ganz schnell auch. Also mein Name ist Margit Reinelt und ich wollte sagen, dass bei einer anderen, dass die Politik auch dafür sorgen muss, dass diese, dass die Behinderten haben ja bestimmte, die können nicht so, weil sie das Geld nicht ansparen können, dass da auch was gemacht werden, dass die auch genauso wie einer, der nicht behindert ist, verreisen können und nicht immer dieses Budget aufgebraucht werden. Die müssen auch eine bestimmte Geld zur Verfügung haben wie einer, der eben halt normal verdient. Das war Dr. Schneider. Ja, vielleicht eine Ergänzung zu dem, was Herr Dr. Theben gesagt hat. Er hat ja schon darauf angespielt, als er über die Leitlinien zum Ausbau Berlins als behindertengerechte Stadt gesprochen hat. Aber vielleicht noch etwas vorher. Also einschneidend und völlig richtig dargestellt war das Jahr 1987, die Initialzündung durch die damalige Telebus-Kürzung, die entsprechenden Proteste und daraufhin, das war jetzt nicht erwähnt, ist das sogenannte, heute wird man es nicht mehr so nennen, Senatsprogramm Behindertenfreundliches Berlin entstanden in 87 und der damalige Arthur Fink, der ja hier vorhin auch zitiert wurde, hatte aber dort die richtige Idee, indem er sagte, es kann nicht immer sein, dass wenn es zu Engpässen kommt, also wie zum Beispiel beim Telebus, die natürlich auch mit Geld zusammenhängen, dass alle nur auf das Sozialressort zeigen und die sonstige Politik sich aus der Problemlage raushält. Deshalb hat er gesagt, und das war der Auftrag, den ich bekommen habe, identifizieren Sie doch mal, welche sonstigen Bereiche zum Thema Behindertenpolitik insgesamt etwas beitragen können und was bedeutet Normalisierung in allen Fachbereichen. Und da haben wir dann insgesamt 38 Maßnahmenbereiche identifiziert, die, ich glaube, es waren alleine im öffentlichen Personennahverkehr 8 verschiedene Bereiche, die wir da hatten und die wurden dann Grundlage auch später der Leitlinien. Aber auf dem Weg zu den Leitlinien haben wir dann, und das bin ich auch, sage ich auch gerne, einen Sonderweg für die damaligen Verhältnisse in Berlin eingeschlagen, nämlich wir haben das Ganze partizipativ verfolgt. Wir haben dann die Arbeitsgruppen gegründet, Bauen und Verkehr, die sowohl Verwaltungsvertreter als auch Vertreter der Verkehrsträger, BVG unter anderem, später S-Bahn, hinzugebeten damals und die haben auch mitgemacht. Und in diesem Rahmen haben wir dann auch noch mit einer Sonderarbeitsgruppe diese Leitlinien partizipativ erarbeitet. Und da haben wir eine Tradition begründet, die bis heute wirkt, dass ich glaube, dass wir in weiten Teilen, nicht immer mit guten Ergebnissen, aber nichts über die Köpfe der Menschen mit Behinderung entwickelt haben, sondern sie daran beteiligt haben. Das ist, denke ich, eine wichtige Errungenschaft, die es natürlich immer wieder zu verteidigen gilt, bis ins Detail. Also da wären wir auch bei dem Thema, was mit der BVG gerade angesprochen wurde. Es ist ein ständiges Ringen, auch mit unterschiedlichen Personengruppen, die natürlich gerade im öffentlichen Personennahverkehr dann plötzlich zu Konkurrenzgruppen werden. Wir freuen uns darüber, dass es mehr Kinder in der Stadt gibt, gibt auch mehr Kinderwagen. Wir haben damals, um die Aufzüge zu begründen und zu sagen, es ist nicht nur etwas für Menschen mit Behinderung, haben wir damals
ermitteln lassen, wie viele Menschen mit Kinderwagen gleichzeitig in Berlin, in damaligen West-Berlin unterwegs waren. Und die Jugendverwaltung hat uns damals gesagt, ca. 35.000. Als ich letztes Jahr noch das letzte Gespräch mit unserem scheidenden regierenden Bürgermeister hatte, sagte der, naja, so viel sind ja heute alleine in Pankow unterwegs, ja, im Prenzlauer Berg. Aber das ist natürlich mit zu berücksichtigen, aber darauf haben wir auch reagiert. Die BVG hat eine interne Anweisung, Menschen mit Behinderung haben Vorrang vor dem Kinderwagentransport. Diese Regelung gibt es. Wenn der Fahrer die nicht kennt, im Zweifel kann man ihn daran erinnern. Soweit erst. Ich sagte, da soll man sich im Prenzlauer Berg mal trauen, ja. Ist natürlich aber auch interessant, was ist denn, wenn ich mit meiner Tochter im Kinderwagen, dann streite ich mich mit der. Darfst du jetzt rein oder ich? Ja. Eine Wortmeldung haben wir noch. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Giering. Ich bin Beauftragter für Menschen mit Behinderung, Migration und Flüchtlingspolitik im Sozialverband Deutschland Berlin-Ost. Herr Dr. Theben, erstmal vielen Dank. Was ich mitnehme aus Ihrem Vortrag ist politische Aktion. Führen zur Aufmerksamkeit, zur Verhandlung und dann zur Rechtsänderung. Und das motiviert mich, gerade nochmal den ersten Punkt, also die politischen Aktionen mal wieder in den Vordergrund zu stellen. Weil was mir auffällt durch meine ehrenamtliche Tätigkeit ist, ich hätte das nie gedacht, wie in Berlin, und das, was ich sage, kann ich jetzt auch nachweisen, Recht gebrochen wird. Ob das in den Ämtern ist, ob das in Verfahren ist, bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, in Antragsverfahren, es ist rechtsmissbräuchlich. Ich kenne teilweise auch intern Mitarbeiter, wichtig ist immer, keine Namen zu nennen, sie zu schützen, die sagen, sie kriegen mündliche Anweisungen, nie schriftlich. Also meine Ausführung richtet sich jetzt nicht gegen Sachbearbeiter, auf keinen Fall. Der Kopf stinkt. Dass die Anweisungen kriegen, abzulehnen, auch wenn es begründet ist, weil statistisch nachgewiesen ist, im Widerspruch gehen die wenigsten. Also die Schwächsten der Schwächsten bleiben auf der Strecke. Und zum Jahresende wechselt das dann teilweise. Da muss noch Geld weg, da wird rausgehauen und dann wird bewilligt, was alles. Also es ist unglaublich und die Vernetzung muss wieder erfolgen, finde ich. Ich finde, jetzt sind Thema SBVG, das ist wichtig. Herr Dr. Schneider hat es angesprochen, Universal Design, ist auch alles wichtig. Aber das große Ganze, diese Bündelung und sagen, Leute, wir müssen gucken, Menschenrechte sind nicht verhandelbar und Menschenrechte können nicht unter Kostenvorbehalt gestellt werden. Und das ist es doch immer wieder. Ja? Das braucht man nicht, das ist zu teuer und so weiter. Und ich sage, und das ist meine ganz persönliche Meinung, das ist nicht unbedingt Verbandsmeinung, aber im Sozialbereich geht so viel Geld drauf für das Ganze drumherum und bei den Menschen landet nichts in der Tasche. Die Behörden kosten Geld, das sind kalkulatorische Kosten für die Ämter, irgendwo müssen ja die Sachbearbeiter sitzen, das ist Strom, Miete und so weiter. Was bleibt denn übrig, wenn jemand behindert ist und erwerbsunfähig wird? Der kriegt Sozialhilfe. Warum ist Sozialhilfe nach SGB 12 der gleiche Satz wie nach ALG 2? ALG 2 Satz wird begründet und damit auch die Verfassungsmäßigkeit. Es muss ja ein Anreiz da sein, wieder arbeiten zu gehen. Jemand, der aber berentet ist, hat es doch amtsärztlich nachgewiesen bekommen, dass er nicht mehr arbeitsfähig ist. Also da wird doch hier Apfel und Birnen verglichen. Das geht doch nicht. Die Dame vor mir hat das angesprochen, einen ganz wichtigen Punkt. Schön, dass das barrierefrei ist und auch ein Mobilitäts, dass die Reisemobilität barrierefrei möglich ist. Bloß wo will man denn hinfahren ohne Geld? Das ist es doch. Behinderung heißt mittlerweile in vielen Bereichen Armut. Das heißt soziale Ausgrenzung. Dann kommen zu körperlichen Problemen psychische Probleme. Klar, dann wird vielleicht eine Psychotherapie bezahlt, vielleicht auch Psychopharmaka, vielleicht auch teure Kliniken. Aber die Leute haben nicht mal die Möglichkeit, vielleicht mal 2 Wochen wegzufahren. Mal mit anderen Menschen, das geht ja auch um Nähe, dass sie sich mitteilen können, dass man mal miteinander hat. Es ist eine radikale Ausgrenzung. Behinderung ist ein Armutsrisiko, es ist eine Ausgrenzung. Und ich finde, diese Einsamkeit, in der viele Menschen leben, das ist psychische Folter. Und ich danke Herrn Spieß, dass er, und das ist ja nicht die erste Veranstaltung, Herr Spieß, die ich bei Ihnen teilnehme, so engagiert das Thema
rechte Menschen mit Behinderung immer wieder thematisiert, so mit hochkarätigen Referenten wie Herr Dr. Theben oder heute auch Herr Dr. Schneider ist ja auch da. Das finde ich so wichtig und da habe ich großen Respekt vor Ihrer Arbeit. Vielen Dank ja, für diese Veranstaltung. Ja, danke, aber ja, wir sind noch nicht bei den Danksagungen am Ende. Jetzt gibt es noch eine letzte Gelegenheit, sage ich, letzter Aufruf für Wortmeldung. Da ganz hinten. Wer? Schönen guten Tag, mein Name ist Felicitas Pernes. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Theben. Also ich habe das sehr mitverfolgt und also vom Alter her habe ich auch diese einige Bewegungen mitgemacht, zum Beispiel die Hausbesetzerbewegung. Und ich möchte gerne mal wissen, wie zufrieden sind Sie mit dem, was sich getan hat? Oder besteht die Gefahr, hat ja mein Vorredner auch sehr gut gesagt, dass diese Inklusionsbewegung einfach assimiliert wird in allem und dass doch nicht so viel passiert, weil ich sehe das irgendwie nicht. Also ich bin ein wenig müde. Ich bringe mal schnell das Mikrofon vor. Moment. Sie wollen von mir wissen, wie ich das finde. Ja. Das wäre fast eine eigene Veranstaltung wert und wäre auch nicht sehr fair gegenüber Herrn Krauthausen, wenn ich darauf antworten würde. Und wenn ich es ganz kurz sagen würde, müsste ich fast sagen, ja, ich halte von all dem nichts, ich sehe auch die Gefahr. Es gibt ein schönes Buch von Herrn Sirk, Udo Sirk, auch ein Aktivist der Gruppe, das heißt Budenzauber Inklusion. Es gibt, ich habe auf einer Veranstaltung mal gesagt, manchmal möchte ich mir ein T-Shirt drucken, wo drauf steht, Inklusion ist scheiße. Einfach um mal einen Kontrapunkt zu setzen, weil ich zumindest hier erlebe, ich könnte jetzt auch wieder Beispiele nennen, weil ich hier erlebe, ja, dass tatsächlich sehr viel über Inklusion geredet wird, dass bei vielen auch politischen Entscheidungsträgern das Verständnis, was Inklusion heißt im Gegensatz zur Integration, gerade wenn man sich die Debatte im Schulbereich ansieht, wirklich fehlt. Ja, wirklich fehlt. Ich habe vorhin ein Beispiel genannt. Und ich stimme auch zu, ist natürlich immer leicht zu sagen, aber vielleicht sollten wir uns alle überlegen, ob nur die Teilnahme an irgendwelchen Arbeitsgruppen beireden. Also Partizipation ist ja gut, aber die darf ja auch kein Selbstzweck sein. Die darf ja auch nicht dazu führen, dass behindertenpolitische Forderungen ja sozusagen kanalisiert werden und dann auch verstanden. Ja? Und vielleicht muss man sich doch überlegen, das ist vielleicht sogar eine gute Überleitung, ob man neue, andere Protestformen, auch jüngere Behinderte, die anders kommunizieren, sich überlegt, um wirklich wieder ein noch stärkeres behindertenpolitisches Gewicht auch in dieser Stadt zu haben, weil ich halte das für bitter, bitter nötig. Danke. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Theben. Und zur Verabschiedung, glaube ich, ist noch mal ein kräftiger Applaus fällig.